Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Schalke von der Test Area und ich habe wieder eine Mod-Vorstellung für euch. Nicht diese BGA, die habe ich bereits vorgestellt, aber die brauchen wir trotzdem. Und zwar geht es wieder im Bauen-Menü, Gebäude, Produkt bei Produktionen, bei mir wieder hier ganz hinten. Also es geht nicht um die BGA von Austria Agrar, sondern es geht um die Kalkproduktion von Austria Agrar. Ihr seht hier, Steine werden reingefüllt, also die netten Dinger, die man auf dem Feld sammeln kann, und daraus wird Kalk hergestellt. Die Besonderheit ist jetzt hier, warum die BGA da steht. Ich werde diese BGA nochmal unter dem Video verlinken. Die Besonderheit ist, dass die BGA halt einen vorbereiteten Platz hat hier, wo diese Kalkproduktion, also dieser Steinbrecher, eingebaut werden kann. Ich mache das mal. Wichtig ist, dass er halt richtig rum ist, ne? So. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier ist halt das Überladerohr. Das ist ganz wichtig. Da kommt dann Kalk raus. Und wenn wir zur anderen Seite latschen, hier ist die Auffahrt von der BGA, ne? Hatte ich ja gezeigt, die ganzen Anschlüsse, Bunkerbefüllung. Hier sitzt dann jetzt der Steinbrecher, hier können wir dann oben reinkippen mit einem Kipper und aus Steinen wird Kalk gemacht. So, finden wir das Ganze unter Produktionen? Ich denke mal schon. Biogasanlage. Und hier die Kalkproduktion. 1000 Steine rein, 4000 Kalk raus. Yippie, yay, yay. Und passt hier prima rein, dass wir auch größere Mengen anliefern können mit dem Anhänger. Ihr Lieben, das war's wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Manfred von Austria Agrar und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Ja, die BGA verlinke ich ebenfalls nochmal unter dem Video. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und hilft damit auch euch. Ich verbinde und bleibt der Schalke von der Test Area. Bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.